So, nach langer Recherche haben wir es. Oh. Oh. Scheiße. Oh, shit, Hund. Oh, der Hund hat mich erschrocken. So, was geht, meine Freunde? Wir kommen seit langer, langer Zeit hier wieder auf meinem Kanal zum nächsten Video mit dem guten Senix. Heute mal im Doppelpack. Ich glaube, du musst dich langsam beeilen, da kommt jemand. Ja, es ist 3 Uhr nachts. Die meisten haben schon einen langen, harten Arbeitstag hinter sich. Genau, wir haben auf itch.io haben wir ein cooles Demospiel, ein Horrorspiel gefunden. Wie heißt es? Madison? Madison, genau. Und dachten, wir gucken das mal an und zocken das mal an. Von den Vibes her finde ich es ganz stark an Visage. Erinnert das? Oh ja. Ist Visage 2 echt schon draus? Nee, das war damals die Demo, die wir gezockt haben. Jetzt ist die Vollversion draußen. Was, das war nur eine Demo? Print and check. Was? Das war nur eine Demo? Das war nur die Demo, ja. Ah, oder Part 1 oder sowas. Das können wir nicht lesen, ne? Nee. Den kann ich nehmen. Boah. Da hat schon seit längerem niemand mehr den Abwasch gemacht. Ja. Was ist das für ein Foto? Sehr einladend. Oh! Oh, hier können wir was machen. Fuck! Alter. Okay. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu hoch. Boah. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch? Ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Ich mache ein bisschen leiser. Ah, da ist ein Schlüssel. Ah ja. Was steht da? Start. Stuck. Stucky. Okay. Prima. Ah. Habe ich vielleicht Inventar oder sowas? Mit Tab. Mit Tab. Ah, Study Key. Ah, studieren. Alles klar. Ja, Tab wieder weg. Also wir wissen noch nicht genau, um was es geht. Nee. Ist auch wie gesagt nur eine Demo. Ich dachte, ist ein cooles Spiel. Was wir mal hier. Ah ja, man sieht, dass es noch eine Demo ist. Das leckt auch noch an den einen oder anderen Stellen. Aber hat bereits auch jetzt schon sehr gute Bewertung. Ah, mit dem Schlüssel kommen wir in die Tür da hinten. Mhm. Boah, ich hab's Gefühl, gleich passiert irgendein Schocker. Ja. Hallo? Da ist was. Ah ne. Ist nur ein bisschen Licht. Und unheimliche Fotos. Oh, schau mal, dort rechts. Dieses Gesicht schaut dich an. Ja. Ah, dort hinten. Schau mal hinten. Einen Moment, warte noch kurz. Grandpa was just like Dad. Das ist sein Großvater. Sieht das eklig aus. Was haben wir hier? Er hat ein Geschenk hinterlegt für Sieht aus, als hätte man hier irgendein Ritual oder sowas gemacht. My birthday present? Ah, sein Geburtstag. How did it get here? 16. Ja, 16. Vom Vater, Mutter und Karamell. Chanel. Karamell. Okay, was haben wir hier? Ein Zahlencode. Okay, wahrscheinlich auf ein Geschenk hier. Was ist da wohl drin? Tja. Ah, ich kann es aufmachen. Eine Polaroid-Kamera. Ah. Aber eine ganz alte noch. Luca. Oh. Okay. Ja, schau mal, da sind schon ein paar Fotos am Boden. Oh, shit. Oh. Shit. Sehe ich damit was, was... Du siehst wohl etwas, was wir nicht sehen. Warte, kann ich was... Nee. Ich dachte, ich kann vielleicht was anfangen mit dem... Bildern. Hier haben wir wieder sowas. Das sind noch mehr das sind, Fotos. Ah, die brauche ich für die Polaroid-Kamera wahrscheinlich. Das sind Bilder, damit ich Fotos schießen kann. Warte mal. Aber am Boden gibt es noch ein paar Fotos. Okay. Zeig mal her. Was ist das für ein Punkt?
Das ist die Reflexion vom Licht. Ah, schau mal, jetzt kommt es das Bild langsam. Ja, genau. Okay, aber was müssen wir abschießen? Vielleicht die Wand mal mit den Bildern? Das Bild digitiert zu gedrucktes Bild. Ey, die Geräusche aber auch wieder. Ist nichts, ne? Ich sehe noch nichts, ne? Fotografier mal. Sind wir durch diese Tür gekommen? Die Stiche. Wir gucken mal, ob wir hier wieder raus. Ne, ist die zu. Dann kannst du nicht. Schau mal auf der Rückseite, was ist da oben? Auf einmal plötzlich. Vielleicht musst du jetzt fotografieren nochmal. Ich kann mich umgucken. Ich spüre was. Irgendwas. Unschönes wird jetzt kommen, wahrscheinlich. Ich kann, aber. Uhrzeit sehe ich? Ein Fernseher? Sehe ich was, wo mich an den Code irgendwie erinnert? Ich sehe nichts. Nö. Ich sehe aber auch nichts, oder? Was kann ich denn hier machen? Vielleicht musst du jetzt. Wow. In local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly $3 million. Among the auction items were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. Hat seine Rechnung nicht bezahlt für den TV. Ich will da nicht so lange durchgucken, ich glaube, da kommt gleich irgendeiner oder so. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hill killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had caught her in the act. And now for the weather. Okay, jetzt habe ich es uns angeguckt und jetzt? Der Stuhl hat sich gedreht. Ah ja. Der war vorher anders. Vielleicht kannst du jetzt wieder rausgehen. Oh. Okay. Was ist da? Irgendwie so ein Kerzen am Boden, aber kein Stuhl. Der Stuhl fliegt in der Luft. Oh, scheiße. Aber wenn du jetzt wegschaust, fliegt der Stuhl bestimmt dir in das Gesicht. Ah, die Tür ist offen. Wir kommen zurück. Also wir müssen immer noch einen Code... Ach du Scheiße. Haben wir eine Flashlight? Du hast deine Kamera. Ja, die... Ah. Nee, das lesen wir jetzt nicht. Hallo? Jo, scheiß. Mach Foto. Müssen wir hier lang? Ich glaube schon, ne? Ist nichts. Okay. Ich glaube aber nicht, dass wir hier lang müssen. Oder? Nee, wir kommen gar nicht weiter. Dort stehen Kerzen am Boden, ne? Wir kommen gar nicht weiter. Ja, wir müssen wieder zurück. Ah, da oben, guck mal, da hat sich... Ja. Vielleicht musst du dich erhängen. Vielleicht musst du jetzt auf den Stuhl steigen und... Geht wieder nicht.
Du hast doch noch einen Schlüssel, oder? Ja, das war der Schlüssel für die Tür hier. Ach so, stimmt. Ah, hier hinten brennt Licht. Wir gehen nochmal hier lang. Ah, da ist was. Noch mehr Fotos. Hä? Warte mal. Du kannst den dein Item benutzen. Ja, irgendwas kann man hier hinmachen. Ja, nichts. Schauen wir mal. Irgendjemand hat vorhin ja die Tür zugemacht, wo du irgendwo hingelaufen bist. Ja, das stimmt. Schau mal, jetzt sind nur noch die Frauenbilder an der Wand. Ja, das war vorher auch. Das waren vorher nur die hier. Und der alte in der Mitte halt. Vielleicht bist du ein unerwünschtes Kind oder so. Oder muss ich den nochmal fotografieren? Nee. Vorhin war ja Licht aus. Was ist das am Boden? Da? Okay, das waren Kerzen. Ah, Kerzen. Vielleicht ist da ein Nagel oder so? Alter. Ah, das ist nur die Uhr. Du kannst da gar nicht weiter durch. Kannst du ja. Es wegschieben? Ah, nee. Vielleicht kriege ich hier drin den Nagel? Was ist, wenn du die Uhr fotografierst? Hast du schon? Ja, ich glaube schon. Oh! Alter. Oh, scheiße. Geh nicht rein, Mann. Alter. Oh. Hä? Komm ich da jetzt nicht mehr durch? Oh, jetzt ist aber wach, ne? Oh, jetzt bin ich aber wach. Warte, vielleicht krieg ich hier irgendwo einen Nagel. Nein, ich rasch nicht. Ah. So, nach langer Recherche haben wir es... Oh. Oh, Scheiße. Oh. Hast du das gerade gesehen? Ja, Mann. Okay. Nach langer Recherche, wollte ich nur sagen, haben wir es rausgefunden, dass wir den Nagel aus der Uhr bekommen. So. Aus dem Zeiger von der Stunde oder der Minute, Sekunde, was? Genau. Und jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Hallo. Wow. Scheiße. Wow. Ich sagte dir doch, schau nicht in den Spiegel. Du machst alle Spiegel kaputt. Ja, das war aber kein Spiegel, das war ein Foto. Okay, was haben wir hier? Augen. Du siehst überall. Okay. Jetzt passiert sich ja wieder irgendwas. Schau überall hin, heißt das. Ah, oh, scheiße. Boah, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt total angespannt, aber auch. Du musst, glaube ich, durch diesen anderen Raum da wieder. Ja, aber der da ist was. Ist nichts, oder? Nee. Okay. Oh, hier ist eine Tür jetzt. Wo? Foto. Was? Wieso? Ah ne, du musst den Schlüssel verwenden. Ja, aber ich hab ja kein... Aha! Ich muss so machen. Ach, tatsächlich, okay. Hallo. Yo! Das war die Demo zu Madison. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Cenix, hast dich auch ein bisschen erschreckt, ne? Zum Glück gibt's keinen zweiten Part. Ja, fürs Erste. Mal gucken, wie es halt rauskommt. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, euer Nier. Und ciao. Haltet die Ohren steif. Ciao.